Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Echo Delta Delta Hotel. Der Florenz ist heute wieder nicht da, deswegen mache ich wieder ein bisschen Fly and Tell sozusagen. Ultraleicht VFR durch ein paar Kontrollzonen in der Langvier. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich würde sagen, wir heben ab. Delta Bravo Whisky JL20 Ultraleicht VFR Kontrollzonen hüpfen, unter anderem über aus Paderborn über Dortmund in Richtung Köln. Gerade in Paderborn Lippstand. Bitte rollen. Delta Mike Romeo Bravo Whisky ist verstanden. Piste 06 ist aktiv. Delta zum Haltepunkt der Piste 06. QNH Paderborn 1032. Delta Bravo Whisky, aktive Piste 06. Rolle, Rollhalt Piste 06 über Delta. Das QNH 1032. Delta Bravo Whisky. Auf. 2000 Meter Piste. Genau, mit diesen Worten gehe ich mal in die Kommentatorenkabine und erkläre, was ich hier jetzt alles falsch gemacht habe. Ich bin also auf die Piste gerollt, habe natürlich wieder vergessen, wie sensitiv das Ruder ist und habe ein bisschen rumgewackelt. Und ja, da bleibt der Propeller stehen. Woran könnte das liegen? Ich gucke mal nach unten in Richtung Mittelkonsole und stelle fest, dass der Choke Regler irgendwie rausgesprungen ist. Jetzt geht es hier nach rechts mit dem Ruder und ihr seht da vorne, das wackelt so ein bisschen, wo das Glas entfällt. Ja, meine Klappe war nicht ganz geschlossen. Also entscheide ich mich natürlich als guter Pilot den Startversuch abzubrechen. Vielleicht hätte ich es schon viel früher machen müssen und teile dem Lots mal mit, dass da gerade was nicht stimmte. Der Delta Whisky, gerade Piste über Charlie verlassen. Meine Klappe war nicht zu. Ich müsste nochmal zurückrollen. Delta Mike Whisky, wollen Sie zur Abfläche der allgemeinen Luftfahrt? Naja, das reicht schon, ist alles wieder gut. Ich könnte jetzt wieder zur Rollbahnanmeldung Delta. Alles klar, wollen Sie zum Rollhalt Delta der Piste 06? Oh, Delta der Piste zu 6. Delta, wo es geht? 06, meine Güte. Was war denn da nicht richtig? Delta Bravo Whisky, Sie sind frei von jeglichem Verkehr. Der Wind 1-03 Knoten, Start frei, Piste 06. Piste 06, Start frei, kein Verkehr, Delta Bravo Whisky. So, frei. Auch frei. Ja, damit bin ich zurück auf der Piste. Das Ganze sieht schon viel besser aus. An der Klappe wackelt nichts, das Flugzeug bleibt schön in der Mitte, ich gebe Gas und dann sind wir ganz schnell in der Luft. Das sieht besser aus. Genau, aus Vergangenheit, ich hatte auch festgestellt, dass das wohl ein ganz geglückter Startversuch war. Einen kleinen Blick nach rechts zum Flughafen. Dann drehen wir jetzt gleich sofort links ab, um die Kontrollzone über November zu verlassen. Eigentlich wollte ich über Kilo raus, das wäre ein bisschen einfacher und kürzer gewesen, aber das ist wohl im Sektorfall nicht verzeichnet oder existiert gerade nicht. In der Karte der DDFS stand es aber drin, also gehe ich davon aus, dass es im Sektorfall nicht verzeichnet war. Also geht es über November. Habe ich nochmal kurz ein bisschen nachkorrigiert gerade, weil ich dann das falsche Dörfchen angeflogen bin. Aber aufgefallen ist es mir dann trotzdem. Dann erreichen wir auch schon November und das melde ich dem Lotsen dann natürlich auch. Delta Bravo Whisky, November 1500 Fuß steigend. Delta Mike Whisky, verstanden, das verstanden. Ja. Dann fliegen wir jetzt mal grob in Richtung Dortmund. Wie gesagt, der Plan für heute Kontrollzonen hüpfen. In die Kontrollzone Dortmund möchten wir über Echo einfliegen, eine kleine Platzrunde fliegen, beziehungsweise einen Tiefüberflug, auch ebenfalls auf der Piste 06. Und dann verlassen wir die Kontrollzone auch südlich über Sierra. Soweit der Plan. Und ja, durch den Zeitraffer sind wir schon fast da. Beziehungsweise jetzt kommt ein anderer Zeitraffer und ich kriege da ein bisschen Funkverkehr. Langway Delta Scott, Dennis 201. Departing Saarbrücken, passing 3007 for 4000 feet. Southwest
2-1-1, langen Räder, guten Abend, identified, climb, fly, sorry, 3-0. Climb, climb, 2-3-0. Dann ist 2-1-1. Your wake commander, actor, uniform, with the probability. Echo uniform, be 10-0-1-1-0, expecting ILS 05 right. Und Delta Bravo Whisky ungefähr 5 Minuten östlich, Echo für Dortmund. Jo, Delta Bravo Whisky verstanden. Fliegt über Echo ein, Piste 06 in Benutzung, QNH Dortmund 1031. Melden Sie gegen rechten Gegenanflug. Alles klar, Fliegekontrollzone Dortmund über Echo, QNH 1031, Wilco, Delta Bravo Whisky. Ja, man merkt vielleicht, sowohl der Lotse als auch ich heute nicht perfekt phrasiologisch unterwegs, reicht aber, um sich zu verständigen und hat Spaß gemacht. Delta Bravo Whisky, rechter Gegenanflug, Piste 06. Delta Bravo Whisky ist verstanden, frei von jeglichem Verkehr. Der Wind in Dortmund derzeit nicht 050 aus 8, mit 8 Knoten. Frei für den Tiefüberflug der Piste 06. Piste 06, frei tiefen Überflug und bestätigen Sie danach Rechtskurve und verlassen über Sierra. Delta Mike Whisky, jo, natürlich, die Rechtskurve ist genehmigt und dann verlassen lassen über Sierra. Wunderbar, nach dem tiefen Überflug dann Rechtskurve, verlassen über Sierra, Delta Mike Whisky, danke. So, ich mache das Ganze mal wieder ein bisschen schneller, jetzt fliegen wir hier schon in den Queranflug. Da unten übrigens bei diesen 6 Gebäuden, die jetzt auf dem linken Fenster sind, kann man wunderbar parken, wenn man mal spotten möchte in Dortmund und nicht Geld bezahlen möchte für den Parkplatz oder das Parkhaus. Habe ich ihn echt auch schon gemacht. Bin noch ein bisschen durch die Gegend gerannt und natürlich auch zur Besucherterrasse. Hier jetzt also der tiefe Überflug in Dortmund. Kurze Piste, aber mit dem Ultraleicht ist das ja völlig egal eigentlich. Möglichst viel mitgenommen und dann geht's jetzt wieder hoch und rechts in Richtung Sierra. DB Bird 3465 for higher contact Langenräder 127.050. Flug. 127.050. Thanks very much. Have a good evening. DB Bird 3465. So, es geht wieder hoch. 2500 Fuß ist die Kontrollzone hoch, wir bleiben noch deutlich drunter erstmal, danach auch noch im Delta-Luftraum, sobald wir draußen sind, 2500 Fuß bis 4500 Fuß, sollen wir so knapp drunter bleiben, das passt ganz wunderbar. So, ich melde mich beim Lotsen mal, dass ich Sierra passiere. Long and Radar, good evening, V-Line 60 North Car. Passing over P's off, flight number 230. Hello, B-Line 60 Oscar, Lang and Guten Abend, identified. See Director Ramon. Lang and Radar, P-Line 60 Oscar, reach you in the 2x5. Yo, B-Line 60 Oscar, Lang and Guten Abend, identified. See Director Ramon. Tja, manchmal schafft man es nicht, sich zu melden, denn dann ruft noch jemand anderes rein.
Naja, neuer Versuch. Versuch Nummer 2. Auf geht's. Direct Ramop, V-Line 60 Moskau. Verdammt, okay. Einen Versuch haben wir noch. Jetzt sollte es klappen. Delaware Whiskey Dortmund, Sierra 1100 Fuß. Delta Bravo Whiskey verstanden. Wie sind Ihre weiteren Intentionen? Delaware Whiskey, bitte verlassen der Frequenz für Fluginformationen und dann geht's ab nach Essen. Für Informationen könnt ihr auch den Piss rufen auf der Wahl 23,525. Klar, Squawk VFR und Langinformationen 1:3,525. Delta Bravo Whisky. Vielen Dank für den Service. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Auf nach Essen, entlang der Ruhr. Langinformationen Delta Mike Romeo Bravo Whisky. Delta Mike Romeo Bravo Whisky, Langinfo. Hallo. Delta Mike Romeo Bravo Whisky, hallo. Eine TL20 Ultraleicht VFR von ursprünglich Paderborn Richtung Köln. Bitte Fluginformation und Wind für Essen-Mülheim. Delta Mike Romeo Bravo Whisky Skok 7742. Skok 7742, Delta Bravo Whisky. So, wir müssen jetzt tierisch aufpassen, denn Essen-Mülheim liegt ja ganz knapp vor der Kontrollzone Düsseldorf in einem, unter einem Charlie-Luftraum, der bei 1500 Fuß schon beginnt. Das heißt, da muss man rechtzeitig runter und natürlich aufpassen, dass gerade niemand startet. Wohl startende Flugzeuge in Betriebsrichtung 05 kein Problem. Delta Bravo Whisky identifiziert in 2500 Fuß. Ich rufe Sie sofort zurück, wegen Wetter für Essen. Aber es geht verstanden, 2500 Fuß habe ich auch. So. Ja, dann haben wir gegengecheckt, dass das, was der Lotse sieht, auch gleich ist. Im Simulator weiß man das ja nie. Wenn man veraltetes QNH hat oder mit anderem Wetter fliegt, kann es ja passieren, dass es da Unterschiede gibt. Der Lotse ruft uns jetzt zurück mit dem Wetter für Essen, damit wir unsere Piste entscheiden können. Delta Bravo Whisky, kein gemeldeter Verkehr und der QNH in Düsseldorf 1031, Wind Düsseldorf 30 Grad mit 7 Knoten. Delta Bravo Whisky, alles klar, kein gemeldeter Verkehr, QNH 1031, Wind Düsseldorf aus 300 Grad und dann plane ich Piste 24 für Essen. Delta Bravo Whisky, Wind Düsseldorf 30 Grad mit 7 Knoten. Ah, 030 mit 7, dann nehmen wir Piste 06 in Essen-Mülheim, Delta Bravo Whisky. Delta Bravo Whisky, Langen. Delta Bravo Whisky? Jo, das passt in Düsseldorf, ist kein Problem für die. Wunderbar, vielen Dank. So, da fehlt euch vor den Empfangsgeräten vielleicht etwas Kontext. Ich hatte allerdings bei lange Informationen schon mal nachgefragt, ob man in Düsseldorf fragen könnte, ob die Zeit für einen VFR hat. Smoke, okay. Smoke, go. Smoke, request latest med report of Neuburg or München, whichever is newer. Smoke, standby, check it out. Da oben auch wunderbar, der bewegende Luftschiff. Robisky, Final 06, Enterflugpiste 06, essen wir. Delta Bravo Whisky ist verstanden, kein gemeldeter Verkehr und der Wind noch mit 030 Grad 7 Knoten. Bravo Whisky. Ja, Anflug ist so semi-optimal. Wenn ich nicht landen würde, würde ich wahrscheinlich schon durchstarten. Aber wir sind ja im Simulator, da kann man immer ein bisschen mehr ausreizen als vielleicht in echt. So, wenden wir uns mal die Meter für den Smoke an. Smoke confirm, ready to copy, Metriport München. Smoke ready. Smoke, latest Metriport München, time 1850 Zulu. Wind 060 degrees, 5 knots, ceiling and visibility okay. Temperature minus 5, dew point minus 10, QNH 1024, and no significant change. Smoke, Roger 1024, danke.
Delta War Whiskey verlässt die Frequenz. Vielen Dank für den Service, schönen Abend. Delta War Whiskey verstanden, dir auch noch einen schönen Abend, verlassen wir Frequenz genehmigt. Skog VWR, danke und ciao. Skog VWR und verlassen wir Frequenz genehmigt, Delta War Whiskey. Delta Oscar, Mike, Contact, Langen, 121355. Düsseldorf Turm, Delta Mike, Romeo Bravo Whisky, hallo. Delta Mike, Romeo Bravo Whisky, Düsseldorf Turm, hallo. Delta Mike, Romeo Bravo Whisky, wie hoffentlich angekündigt, bitte Durchflug durch Kontrollzone von November nach Sierra mit Tiefüberflug auf aktiver Piste. Momentan ungefähr 3 Minuten östlich von November. Delta Bravo Whisky, aktive Piste 05, rechts des QNH 1031 in Squawk 7001. Squawk 7001, QNH 10, meine Güte, Denglisch 1031 und Piste 05 rechts, Delta Bravo Whisky. Wie gesagt, manchmal ist man phraseologisch ein bisschen wild drauf. Ja, genau so ist das. Und Delta Bravo Whisky Einflug in die Kontrollzone über November ist genehmigt. Einflug in die Kontrollzone über November genehmigt, Delta Bravo Whisky. Delta Bravo Whisky November 1400 Fuß. Ihr seht, das passt immer nicht ganz, meine Funksprüche, aber es muss ja auch zeitlich im Video passen. Delta Bravo Whisky, fliegen Sie in den Gegenanflug, Piste 05 rechts. Fliegen Gegenanflug, Piste 05 rechts, Delta Bravo Whisky. So, dann auf zur Piste 05 rechts. Delta Bravo Whisky, nach dem Tiefanflug, Ausflug über Sierra genehmigt, Rechtskurve genehmigt, der Wind 030 Grad mit 7 Knoten, Piste 05 rechts frei für Tiefanflug. Delta Bravo Whisky nach dem Tiefüberflug, Piste 05 rechts, Verlasser Kontrollzone über Sierra, bestätigen Sie, und Rechtskurve genehmigt. Ausflug über Sierra genehmigt. Gut, wunderbar. Ich hatte aus irgendwelchen Gründen Whisky im Kopf. Wir nehmen aber Sierra, Delta Bravo Whisky. Es gibt auch gar kein Whisky, habe ich gerade mal nachgeguckt, in Düsseldorf. Gut, rum da mal Kurve. Hier hört man mich mit mir selbst reden. Hui. Ja, wo das herkam, keine Ahnung. In jedem Fall hatte ich Spaß an der Sache. Jetzt geht's hier also im Tiefüberflug 05 rechts. Rechts sehen wir den Tower von Düsseldorf und den Flughafen. Ja, Piste diesmal 05. In Essen-Mülheim war es ja noch 06. Da haben wir dreimal 06 hintereinander. Jetzt sozusagen 10 Grad nach links. Und was ich für ein Jahr angesprochen habe mit, die Funksprüche passen nicht immer exakt zu dem, was ihr seht im Video. Es ist natürlich vorgespult und ich habe jetzt diese anderthalb Stunden, ich glaube sogar eine Stunde 40 Aufnahme, auf ungefähr 30 Minuten runtergekürzt. Da muss man solche kleinen Einbüßungen mal in Kauf nehmen. Außerdem ist es übrigens das erste Mal, dass ich mit Adobe Premiere schneide. Nicht mehr mit Wondershell Filmora. Einfach, weil ich mein anderes Schnittprogramm, was Industriestandard ist, lernen wollte. Und bis jetzt komme ich damit klar, nachdem ich so ein paar Sachen gegoogelt habe. Zurück zum Inhalt. Wir gurken ganz langsam über die Piste 05 rechts in Düsseldorf. Ich gucke mir das Rollfeld nochmal an. Und dann sollte es gleich auch schon wieder nach oben gehen. Die Piste natürlich viel länger als zum Beispiel in Essen. Das ist schon Wahnsinn. In echt muss einem das noch größer vorkommen. Aber na gut, so ist das. Ziehen wir hoch. Gleich Rechtskurve. Und Sierra ist ungefähr am Rhein. Das ist so ein kleiner See neben dem Rhein. Und zwar auf der westlichen Rheinseite. Da geht es jetzt hin. Ich drehe fast ein bisschen viel ein. Der Sonne entgegen
Und dann geht's schon fast, oder nicht fast, es geht jetzt zu unserer letzten Station, die da ist Köln. Aber wir müssen es natürlich noch vorher abmelden in Düsseldorf, das ist natürlich wichtig. Der Bravo Whisky Sierra 2000 Fuß. Delta Bravo Whisky, Frequenzwechsel genehmigt, den Squawk VFR, viel Spaß in Köln. Squawk VFR, Frequenzwechsel genehmigt, vielen Dank für den Service, Düsseldorf. Hey, LN Bone Information Charlie, Met Report Time 1932 Zulu, Arrival Runway in Use 14 Left and 14 Right, Departure Runway in Use 14 Left and 14 Right. Transition level 060. Departure frequency 128.505. Expect tilt approach runway 14 left. Wind 090 degrees, tree knots variable between 030 and 120 degrees. Carve okay. Temperature minus 2. Dew point minus 15. Köln-Turm, moin, Delta Mike Romeo Bravo Whisky. Delta Mike Romeo Bravo Whisky, Köln-Turm, hallo. Delta Mike Romeo Bravo Whisky, VfR Ultra Leicht, eine Person. Über, bitte einfügen in die Kontrollzone Köln-Bonn, über das Kilo-Routing zur vollständigen Landung. Information Charlie ist an Bord. Delta Bravo Whisky, Squawk 701. Squawk 701, Delta Bravo Whisky. Natürlich klassischerweise schon wieder versprochen beim Einleitungsruf, aber der Lotse hat das ganz cool hingenommen. Delta Bravo Whisky identifiziert 3 Meilen nordwestlich, Kilo 1, fliegen Sie in die Kontrollzone über das Kilo-Routing. Aktive Piste 14 rechts, QNH 1029. Fliege in die Kontrollzone über das Kilo-Routing, Kona 1029, Piste 14, rechts Delta, Mike Romeo Bravo Whisky. Zack, kleinen Warpsprung gemacht. Gucken uns hier mal Köln aus der Luft an, da sieht man wunderbar Kölner Dom. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe das City-Pack, was ja Köln und Düsseldorf schön macht, nicht drin. Dafür leckt es aber ganz schön sehr, muss ich sagen. Auch die 16 Frames, die da oben stehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das richtig ist, weil die waren auch schon am Boden. Dadurch eindeutig mehr. Ist auch egal. Sieht einigermaßen flüssig aus und naja, das sieht schon geil aus. Ne? Der MSF ist da schon wunderbar. Besonders hier noch so ein leichtes Color Grading drauf über die Nvidia Treiber. Das ist schon gut. Kann man sich nicht beschweren. So, genügend Sightseeing. Wir müssen jetzt auch irgendwann mal landen. Delta Bravo Whisky, Kilo 2500 Fuß. Delta Bravo Whisky, fliegen Sie in den Endanflug, Piste 14 rechts, melden Sie Endanflug. Fliegen in den Endanflug, Piste 14 rechts, Wilco Delta Bravo Whisky. Ja, und da vorne ist auch schon der Flughafen Köln-Bonn zu sehen, auf dem wir jetzt landen werden. Und ja, wie das so gelaufen ist, können wir uns jetzt mal anschauen. Und Delta Bravo Whisky, Endanflug, Piste 14 rechts. Delta Bravo Whisky, Wind 090 Grad, 3 Knoten, Piste 14 rechts, Landung frei. 14 rechts, Landung frei, Delta Bravo Whisky. Und zum Bestätigen für Delta Bravo Whisky abrollen über Piste 24 wäre genehmigt. Abrollen über Piste 06 ist genehmigt. Gut, Piste 06 abrollen genehmigt, Delta Bravo Whisky. Er hat natürlich richtig im Kopf, dass das die Piste 06 ist und nicht 24 aufgrund der Windrichtung. Schon wieder 06 im Übrigen. Aber wir landen auf 14 rechts hier.
Und das wird soweit auch ganz gut knapp. Fast ein bisschen tief, aber naja, das Flugzeug hält sich wunderbar in der Luft. Wir haben Piste ohne Ende. Bisschen weit links vielleicht, aber alles noch im Rahmen. Schweben jetzt dem Boden entgegen. Ah, bisschen weit links. Das Problem ist, ich habe in diesem Flugzeug immer ein bisschen Angst, wenn ich zu doll ins Ruder trete, dass ich dann so einen Abgang mache. Und dann bin ich manchmal etwas konservativer und schwebe ein bisschen weit zu nach links und ein bisschen weit zu nach rechts. Hier nochmal der Tower angeguckt von Köln-Bonn. Und dann rollen wir jetzt auch schon gleich runter von der Piste. Besser Bau Whisky, willkommen in Köln. Nach dem Abrollen verlassen Sie Piste 06 über Tango. Dann rufen Sie Rollkontrolle 121,730. Vielen Dank fürs Weg nach Köln und schönen Abend. Nach dem Verlassen über Tango rufe Rollkontrolle 141. Moment, das geht physikalisch nicht. 121,730. Ja, vielen Dank für den Service. Schönen Abend gleichfalls, Delta Bravo Whisky. Können wir in Rollkontrolle Delta Bravo Whisky? Hat die Piste über Tango verlassen. Delta Mike Romeo Bravo Whisky. Herzlich willkommen in Köln. Hallo Linus. Zum GRT? Ja, wir nehmen das GRT, Delta Bravo Whisky. Delta Mike Romeo Bravo Whisky, rollen Sie zum Parkplatz der Allgemeinen Luftfahrt, Tango und Kilo 2. Tango, Kilo 2, Delta Bravo Whisky. Und guten Abend, Sven. Alles gut. Ja, wunderbar. So, dann kommen wir mal zum Bezahlen ins Gebäude mit dem C. Oder habt ihr Aero PS? Nee, geht heute alles auf mich, inklusive Kaffee. Wir sehen uns in der Bar. Wunderbar, war dann hoffentlich nach dem Dienst, Delta Bravo Whisky. Bis gleich. Ciao. Da sind wir angekommen in Köln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen da, vielleicht sogar ein Abo, Kommentar natürlich auch immer gerne gesehen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hier seht ihr jetzt noch Videos, die ihr auch gucken könntet, wenn ihr Lust habt. Und ich freue mich auf das nächste Video, auch wenn ihr mir zuguckt. Tschüss!